Sie sind hier, 8. August 2018, 17.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Erik Hamrin führte Schweden 2016 zur Europameisterschaft. Urheberrecht Getty Images. Islands Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer, der Schwede Erik Hamrin übernimmt den Inselstaat und folgt damit auf Erfolgstrainer Heimir Hallgrímsson. Der Schwede Erik Hamrin, 61, ist neuer Trainer der isländischen Fußballnationalmannschaft. Der langjährige Auswahltrainer seines Heimatlandes unterschrieb beim Teilnehmer der im Juli zu Ende gegangenen WM in Russland einen Vertrag bis zur EM 2020. Sein Assistent wird der bisherige isländische Frauennationaltrainer Freyr Alexandersson. Hamrin hatte am Dienstag seinen Vertrag als technischer Direktor beim südafrikanischen Rekordmeister Mamelodi Sundowns FC aufgelöst. Er folgt in Island auf Heimir Hallgrímsson, 51, der nach der WM-Endrunde zurücktrat. Debütant Island war in Russland mit nur einem Punkt in der Vorrunde gescheitert. Hamrin trainierte von 2009 bis 2016 die TRE Kronor. Nach Lars Lagerbäck ist er der zweite Schwede, der die isländische Nationalmannschaft leitet. Lagerbäck war von 2012 bis 2016 verantwortlich, ab 2013 gemeinsam mit Hallgrímsson. Bei der EM 2016 führte das Duo Island sensationell bis ins Viertelfinale, von Sportinformationsdienst.